Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Black Mirror Teil 3. Wir gehen jetzt mal zum Hotel. Dann wollen wir doch mal sehen, was Murray zu seiner Verteidigung zu sagen hat. Und stellen jetzt mal den Murray da zur Rede. So. Sicher kein Trinkwasser. Jetzt gucken wir uns erstmal um. Da geht es einige Stufen nach unten. Sie führen hinter das Hotel. Ich glaube zum Fluss. Murray gibt sich vaterlandsverbunden, der alte Blender. So, dann mal rein in die gute Stube. Wow, Mr. Michaels! Willkommen zurück im Gardens Palace. Wir haben Sie hier schon vermisst. Ach ja, das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, war am Donnerstag vor 3 Wochen. Und da haben Sie mich aus dem Hotel geworfen, und zwar in hohem Bogen. Aus dem Hotel geworfen? Aber wieso denn das? Die Sache mit der Kanalisation? Der Geheimgang in Angelinas Zimmer? Klingelt da was? Wirklich? Irgendwas? Naja, tut mir leid, ich habe da wohl ein wenig überreagiert. Ich hoffe, Sie sind nicht nachtragend, Mr. Michaels. Ich bin gern bereit, das wieder gut zu machen. Sie werden verstehen, dass ich Ihr Zimmer so lange nicht reservieren konnte. Im Augenblick ist es auch leider belegt. Aber Sie können ein anderes haben. Ein größeres, schöneres für einen geringen Obolus. Geradezu lächerlich gering. Sie erinnern sich also wieder. Sehr gut. Dann gehen Sie bitte direkt zur Polizei und erzählen denen, dass Sie sehr wohl wissen, wo ich am Abend des Mordes an Miss Valley gewesen bin. Das war am selben Tag. Sind Sie da sicher? Nun, das kann schon sein. Ich merke mir sowas nicht. Warum auch? Es geht mich ja im Grunde nichts an. Sie hinterlistige Ratte. Ich verlange, dass Sie auf der Stelle zum Inspektor marschieren und die Aussage korrigieren. Mr. Michaels, Sie laufen doch frei herum. Ich verstehe Ihr Problem nicht. Ich bin nur auf Kaution draußen. Oh, herzlichen Glückwunsch. War bestimmt nicht billig. Ich sehe trotzdem nicht ein, warum ich mich in Angelegenheiten einmischen soll, die mich nichts angehen. Das kann doch nicht wahr sein. Wegen Ihnen schmore ich seit 3 Wochen unschuldig im Gefängnis. Mr. Michaels, es tut mir außerordentlich leid, aber ich kann Ihrer Aufforderung nicht nachgehen. Meine Glaubwürdigkeit würde auf dem Spiel stehen, wenn ich einfach so meine Meinung ändere. Es sei denn... Es sei denn was? Hä? Na kommen Sie, rücken Sie schon raus mit der Sprache und hören Sie auf mit diesen Spielchen, Sie mieser kleiner Erpresser. Sonst verspreche ich Ihnen, geht die Mordserie weiter. Und zwar hier und jetzt. Nicht doch. Allerdings wäre ich der Letzte, der sich Ihnen in den Weg stellt. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Ist es nicht so? Nun, wie auch immer. Ich hätte gern ein Foto von Ihnen. Nichts Spektakuläres. Vielleicht irgendwo im Wald mit einem Messer in der Hand. Damit ich auf direktem Weg in die Klapse wandere. Ausgeschlossen. Gut, überlegen Sie es sich. Ein hieb- und stichfestes Alibi für ein klitzekleines, lächerliches Foto. Kein schlechter Tausch. Sie sind ein verdammt widerlicher Drecksack, Murray. Wissen Sie das? Ich gebe Ihnen sogar eine Kamera mit. Mein bestes Stück. Wird die noch mit einer Kurbel betrieben? Oh, das ist eine Rarität. Eine der ersten Sofortbildkameras vom Typ SX-70 auf dem europäischen Markt und noch sehr gut in Schuss. Vor 15 Jahren wurde sie von einem sehr gepflegten Herrn bei mir im Pfandhaus in Zahlung gegeben und nie abgeholt. Man kann also sagen, ich habe sie rechtmäßig erworben und nun vertraue ich sie Ihnen an. Passen Sie auf, ich erkläre Ihnen, wie sie funktioniert. Schon gut, das kriege ich selbst hin, falls ich sie benutze. Aber das ist noch nicht alles. Ich habe hier noch ein Geschenk für Sie. Hier, einen nagelneuen Rucksack.
und freie Kost und Logis, solange Sie wollen, Mr. Michaels. Nehmen Sie es als Friedensangebot und als Entschädigung für den Ärger mit der Aussage. Sie haben doch echt nicht alle Tassen im Schrank. Mr. Michaels, warten Sie! Was denn jetzt noch? Ach, vergessen Sie das mit dem Wald. Vor dem Schloss wirkt es bestimmt viel eindrucksvoller. Das Foto meine ich. Wer ist hier der Wahnsinnige? Oh Mann, der Typ hat echt einen an der Waffel. Der hat echt einen an der Waffel. Das sind Infos über alle Attraktionen, die Willow Creek so zu bieten hat. Das Mordmuseum. Die Tatortroute inklusive Stippvisite im Pub und Gruppenfoto vor dem Schloss. Mehr will ich gar nicht wissen. Was haben wir da? Blutige Grüße aus dem Mörderdorf. Black Mirror Castle sehen und sterben. Hello and goodbye mit den Gordons. Ziemlich einseitige Kartenauswahl. Ein Telefon? Mary, mein Lieblingshotelier. Zuvorkommend, hilfsbereit, höflich und stets bemüht, aus Verbrechen den maximalen Profit zu schlagen. Eine Schale mit Äpfeln, bestimmt vergiftet. So, ich dachte, man kann das Buch jetzt hier anklicken. Black Mirror Castle im Posterformat. Ich frage mich, wer sich sowas übers Bett hängt. So, da ich ja jetzt irgendwie noch den Zimmerschlüssel bekommen habe, gehen wir mal ins Zimmer und gucken uns da mal um. Zimmer Nummer 2. Oh, was ist das denn? Das Zimmer sieht fast genauso aus wie das andere, das ich vor 3 Wochen hatte. Wahrscheinlich hat Mary Rabatt für die Innenausstattung bekommen. Ein paar Standardbilder aus dem Katalog ziehe um die Wand. Ich habe bloß eine Jacke aus Boston mitgenommen. Und die lasse ich Tag und Nacht an. Das Ding hier ist völlig unbrauchbar für mich. Stadtansichten von Willow Creek. Immerhin besser als Porträts von meinen blutrünstigen Verwandten. Ja, stell nicht so an. Ein antiquiertes Stück für antiquierte Hintern. Da läuft nur atmosphärisches Rauschen. Wahrscheinlich muss man für das Fernsehprogramm extra bezahlen. Um den hässlichen grauen Teppich zu verdecken, wurde ein noch hässlicherer beiger Teppich drüber gelegt. Super Strategie. Gut, dann gehen wir mal wieder raus und dann versuchen wir mal mit der Bereich. Sauber aus den Angeln gehoben. Wahrscheinlich waren die Scharniere kaputt. Wer ist das hier? Da hinten ist nur eine kleine Sitzecke. 2 Sessel, ein Tisch, ein Regal mit Büchern. Und da kommt noch jemand. So, es sind alles nur Gäste. Ich dachte, ich könnte mit denen reden. Okay, gut. Dann nicht. Der Grundriss vom Hotel. Hier sind alle Räume eingezeichnet. Murrays Büro liegt direkt neben meinem Zimmer. Also hier, da muss ich bestimmt auch noch rein. Ah ne, hier. Ja, vielleicht durch die Wand durch. Oder so, keine Ahnung. Sie haben dort nichts zu suchen. Ach, Arschloch. Hi, Mary. Oh, der ehrenwerte Mr. Michaels. Was haben Sie auf dem Herzen? Der Wald um Willow Creek ist ziemlich finster. Es ist ein ganz ausgezeichneter Wald, voller Geister und Dämonen, wenn man dem Volksmund Glauben schenken darf.
Die perfekte Kulisse für all die grausamen Morde, die hier passiert sind und bedauerlicherweise noch passieren werden. Sie können es kaum erwarten, was? Ich lebe lange genug hier, um zu wissen, dass Geduld sich auszahlt. Warum gehen Sie nicht selbst los und legen ein paar Leute um, wenn Sie so scharf darauf sind? Ich bin Geschäftsmann und kein Mörder. Ein kleiner, aber durchaus feiner Unterschied, Mr. Michaels. Der hat echt einen an der Waffel, der Kerl. Dieses Foto von mir, was Ihnen da vorschwebt. Nur ein kleiner Gefallen. Eine geringfügige Anstrengung Ihrerseits. Auch nichts Großes. Sie müssten sich nur ein bisschen mit Blut beschmieren und ein Messer schwingen. Möglichst angsteinflößend, versteht sich. Na klar. Am besten noch nackt auf dem Leuchtturm bei Vollmond. Sie sind der Profi. Ich vertraue da ganz Ihrer Intuition. Wer garantiert mir, dass Sie damit nicht sofort zur Polizei rennen? Oh, was hätte ich denn davon? Sie schätzen mich völlig falsch ein. Außerdem wird jeder sehen, dass es gestellt ist. Ich brauche nichts Authentisches. Eher was Stilisiertes, wie für ein Filmplakat. Sie wollen ein Plakat daraus machen? Lieber eine lebensechte Pappfigur für den Hoteleingang, wenn Sie nichts dagegen haben? Machen Sie, was Sie wollen, nur machen Sie auf jeden Fall Ihre Aussage bei der Polizei. Einverstanden. Oh Mann. Und? Irgendwas Aufregendes passiert? Sie meinen außer dem Mord an Miss Valley und dem Schlossbrand, bei dem 3 Menschen umkamen? Der Jahrmarkt ist zu Ende. Dafür gibt es eine neue Ausstellung im Willow Creek Museum for Modern Murder. Es öffnet in ein paar Tagen. Das sollten Sie sich unbedingt ansehen. Es lohnt sich. Für Sie ganz sicher. Sie wissen aber schon, dass ich mit dem Schlossbrand nichts zu tun habe, oder? Naja, also laut Zeitung... Die Regenbogenpresse ist ja weltberühmt für ihre Glaubwürdigkeit. Natürlich steht da nicht immer ganz die Wahrheit, aber die Schlagzeilen helfen mir, das Hotel am Leben zu halten. In diesem Fall auf meine Kosten. So, ey, dann muss er die Zeche zahlen, ne? Kennen Sie den Inspektor? Mr. Spooner? Oh ja, aber sicher. Er war 2-mal bei mir, hat das halbe Hotel auseinandergenommen. Ein wirklich rücksichtsloser Kerl. Aber auch gut für das Geschäft. Wann kann man schon als Tourist direkt bei so einer Ermittlung zusehen? Nur leider hat er sämtliche persönlichen Gegenstände von Ihnen und Miss Angelina Morgan konfisziert. Ich kann also nur Repliken im Museum ausstellen. So ein Pech aber auch. Bis dann, Murray. Frisch ans Werk. Oh Mann, der hat doch echt einen an der Waffel. Ein Rucksack mit dem verzerrten Gesicht meines Vaters drauf. Ich bin mir nicht sicher, ob Mary so etwas überhaupt verkaufen darf. Ach, egal. Ich werde ihn später verklagen. Schauen wir erst einmal, was drin ist. Feuerzeug. Messer. Ein Feuerzeug mit dem Gesicht von Samuel drauf. Vermutlich könnte ich darüber lachen, wenn es nicht mein eigener Vater wäre. Einer von Marys Merchandising-Artikeln, ein blutiges Plastikmesser, macht sich sicher gut an Halloween zusammen mit einer Samuel-Gordon-Maske. Plastik-Seelenschlüssel, check. Batterien, Fehlanzeige. Mary-Geizkragen, check. So, was haben wir denn jetzt? Nur Telefon. Ah, Zeitung. Die haben wir noch nicht gelesen. Der Willow Creek Telegraph. Die Gäste müssen ja auf dem Laufenden bleiben über alles, was der Mörder so treibt. Ein großer Wagen für die Massen an Gepäck der hereinströmenden Touristen. Murray hatte schon immer einen Hang zum Größenwahn. Gut, jetzt gehen wir mal wieder raus. So, was sagt das Tagebuch denn jetzt? Okay. So, falsch was sage. Wieso hat Mary behauptet, dass er mich an dem Abend, an dem Miss Valley ermordet wurde, im Hotel nicht gesehen hat? Das ist schlichtweg gelogen. Genau an dem Abend habe ich ihn sogar noch nach der Uhrzeit gefragt. Ich muss wissen, was er mit dieser Falschaussage bezweckt.
Ich soll für Mary ein Foto schießen, auf dem ich mich als Schlechter von Black Mirror Kerstin präsentiere. Zu welchem Preis soll ich dieser Lügner endlich die Wahrheit sagt? Eine Lüge für eine Wahrheit. So sehen die Marys Falschaussage. Okay, Geschäfte von mir. So sehen die Geschäfte von Mary aus. Herrgott nochmal. Gut, also. Das mit dem Kopierer haben wir ja. Hier ist jetzt die Kamera. Eine Polaroid-Kamera. Mary hat sie mir geschenkt. Meine gute Spiegelreflex hat es leider nicht aus der Ruine geschafft. Da geht es einige Stufen nach. Okay, das haben wir ja schon. So. Platz im Wald. Leuchtturm. Beim Leuchtturm war ich auch nochmal ganz kurz, hab da aber noch nichts gemacht. So, jetzt gehen wir mal zum. Ja, wo gehen wir jetzt mal hin? Ja, jetzt gehen wir erstmal zum Schloss. Wow, der rennt aber ganz schön schnell. Zack, und schon bin ich da. Als ich das letzte Mal hier war, konnte ich das Gittertor einfach... Verschluss sieht jetzt aber viel statt. Victoria hat mich rauswerfen lassen. Keine gute Idee, sie nochmal zu belästigen. Okay, gut. Ach, na gut, was soll's. Ein Foto von mir vor dem Schloss. Das muss für Mary reichen. Okay. So. Da haben Sie Ihr dämliches Foto. Zufrieden? Ah, oh, da ist ja kaum was zu erkennen. Ich vor dem Schloss. Wie abgemacht. Auf zur Polizei, Mary. Sie müssen selbst wissen, wie wichtig Ihnen meine entlastende Aussage im Mordfall Valley ist. Mary? Schon gut, ich nehme es. Erst zur Polizei. Na gut, ich gehe noch heute hin. Ich bin ein ehrenwerter Geschäftsmann. Und ich bin ein besessener Irrer. Wie wäre es, wenn Sie sich erstmal auf Ihrem Zimmer ausruhen und bis Sie wieder wach sind, ist mit der Polizei alles geregelt. Ich könnte wirklich etwas Schlaf gebrauchen. Okay. Dann machen wir mal ein Nickerchen. Wo ich gerade hier bin, verstaue ich den Kram, den ich nicht mit mir rumschleppen will. Der hat einen Umschlag hingeschmissen. Okay, den müssen wir uns das nochmal angucken. Nanu? Hier hat jemand was unter der Tür durchgeschoben. Ich kann dir helfen, deine Unschuld zu beweisen, denn ich glaube an deine Unschuld. Doch ich muss dir auch vertrauen können. Noch können wir uns nicht treffen, daher werde ich dir nur Hinweise zukommen lassen. Wenn du mein Angebot annehmen willst, findest du den ersten Hinweis am Grab deines Vaters. Okay. Das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Von wem ist diese Nachricht? Mary? Nein. Warum sollte er ein Interesse daran haben, meine Unschuld zu beweisen? Außerdem treffe ich ihn ständig. Aber... wer weiß sonst noch, dass ich hier im Hotel wohne? Ich sollte dem vorsichtig nachgehen. Und ich sollte herausfinden, wo hier der Friedhof ist. Okay, aber das war jetzt wohl nichts mit Schlafen, oder?
Nee. Gut. So. Wie es Victoria wohl geht. Sie ist ganz allein im Schloss. Keine Eleanor, kein Bates, niemand mehr. Vielleicht kann ich ihr irgendwie helfen. Ich könnte bei ihr wohnen und ihr zur Hand gehen. Das ist das Mindeste, was ich für sie tun kann. Sie hasst mich. Victoria gibt mir die Schuld an allem. Ich hätte wegbleiben sollen. Weit weg von Boston. Weit weg in Boston. Und dazu noch diese Vision. Ich würde Victoria doch nie etwas antun. Es war Angelina, die das alles eingefädelt hat. Sie hat mich hierher gelockt und all die Menschen auf dem Gewissen. Victoria glaubt mir kein Wort, wenn ich nur einen Beweis dafür hätte, den ich jetzt zeigen könnte. Das Grab meines Vaters. Der heutige Abend wird wohl länger als geplant. Jemand glaubt an meine Unschuld. Doch ich soll mich erst beweisen. Nur warum? Und wer hat mir diese Nachricht geschrieben, die ich in meinem Hotelzimmer gefunden habe? Mary wohl kaum. Ich muss zu Samuels Grab, wenn ich mehr wissen will. Leider habe ich keine Ahnung, wo es hier einen Friedhof gibt. Ich nehme an, der hier bei der Kirche doch, ne? Wormhill. Oder das hier? Ich bin ja jetzt hier. Leuchtturm. Gut, vielleicht kann uns ja Murray weiterhelfen. Hi, Mary. Oh, der ehrenwerte Mr. Michaels. Was haben Sie auf dem Herzen? Ist diese Nachricht hier von Ihnen? Wie bitte? Nein, ich spreche meine Gäste persönlich an, wenn ich etwas für sie habe. War vorhin jemand hier, der nach mir gefragt hat? Nein, sie sind einfach noch nicht bekannt genug. Aber das wird schon, glauben Sie mir. Mary, wissen Sie, wo hier ein Friedhof ist? Ein Friedhof? Wollten Sie sich nicht ausruhen? Mir ist nicht mehr nach Ausruhen. Den Friedhof hinter dem Hotel werden Sie wohl nicht suchen. Der wird gerade umgebaut. Der wird gerade was? Ich habe ihn vorerst entfernen lassen, um ihn dort in einem spektakuläreren Ambiente ganz neu... Damit kann ich für einige Zimmer höhere Preise nehmen, mit Blick auf den Gordon-Friedhof. Sie haben die Gräber der Familie Gordon planieren lassen? Um ganz ehrlich zu sein, lag dort nur Lothar Gordon, der Gründer des ehemaligen Sanatoriums. Die Familiengruft der Gordons befindet sich an der Kirche von Wormhill. Ach so, in Wormhill also. Bis dann, Mary. Frisch ans Werk. Was war das denn gerade für ein Geräusch? Gut, ich kann wohl erst dann hinreisen per Karte, wenn ich einmal von alleine dahin gerannt bin. So, Richtung Leuchtturm. Nee, da will ich nicht hin. Fahrt. Auch gut. Okay, hier ist nichts. Tempelfahrt, Straße nach Wormhill. So. Ach ja, das kennen wir doch alles, das kennen wir doch alles. Gut, ich beende jetzt hier den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, drücke ich ein Abo und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.